aktuellen Sportstudio. Mein Name ist Miriam Sportprogramm. Und Chris hat ehrlich gesagt total den Quatsch erzählt. Ich habe nicht zwei Freunde mitgebracht. Ich habe vier international bekannte Profisportlerinnen heute exklusiv und live hier im Studio. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, wir haben euch ein buntes Programm mitgebracht. Wir haben Warm-up, wir haben Ausdauer, wir haben Kraft, wir haben ein Cool-down und wir haben jede Menge Fragen und Antworten für euch im Gepäck. Wir freuen uns, wenn ihr euch rege beteiligt, wenn ihr uns anschreibt, wenn ihr chattet, wenn ihr uns Fragen stellt, wenn ihr kommentiert. Ja, und ich glaube, ihr wollt alle meinen ersten Gast sehen. Angereist aus den fernen Weiten. Sie ist die beste Surferin, die es aktuell auf der Welt gibt. Sie macht die Meere unsicher, sodass sogar die Haie Respekt haben. Bitte begrüßt mit mir Vera Welle. Hi. Hi Vera. Hi, was geht? Schön, dass du heute da bist. Danke. Im aktuellen Sportstudio der Kinderklinik. Wo kommst du gerade her, Vera? Oh, ich komme gerade aus Bali geflogen. Da habe ich ein bisschen Urlaub gemacht und war natürlich ganz viel surfen. Okay. Und surfen, das ist so deine Leidenschaft, ja? Ja, voll. Jeden Tag, zweimal am Tag. Okay. Und sag mal, Vera, ich habe mich gefragt, du kannst ja nicht einfach aufs Surfbrett springen und los. Und also, gibt ja sowas, ne? Dann verzerrt man sich vielleicht. Ja. Hast du vielleicht Ideen für unsere Kinder, wie wir ganz locker starten können mit einem Warm-up? Klar, vorm Surfen muss man sich natürlich aufwärmen. Nicht, dass die Schulter dann wehtut danach oder so. Oder du dich einfach falsch bewegst und dir eine Zerrung holst oder so. Wir können gerne was zusammen machen. Hast du vielleicht ein Spiel? Ja. Ich habe ein Spiel dabei, was wir gut zusammen spielen können. Ich muss am Board mal kurz abstellen, damit ich auch freie Hände habe. Und zwar können wir ganz gut spielen. Ich packe meinen Koffer. Das spielen wir auch manchmal so vorm Surfen am Strand noch. Okay. Ihr kennt wahrscheinlich eh das Spiel, ich packe meinen Koffer. Und da merken wir uns immer Sachen und machen einfach die Bewegung zu den Gegenständen. Ich fange einfach mal an. Okay, alles klar. Ja, muss ich, glaube ich, sehen. Ich glaube, es ist am einfachsten. Alles klar. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Sonnenbrille. Okay, also dann muss ich die Bewegung machen. Dann musst du die Bewegung machen, genau. Und jetzt bist du dran. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Sonnenbrille und eine Taucherflosse. Oh, deine Taucherflosse, okay. Sag mal, Vera Welle, wäre das eine Idee, dass die Kinder mal in den Chat schreiben, was wir noch einpacken sollen? Voll gerne. Okay. Ich vergesse eh immer die Hälfte, deswegen ist das ganz gut. Dann helft uns bitte. Schreibt bitte, was braucht Vera Welle unbedingt in ihrem Koffer, wenn sie auf große Surfreise geht? Das wäre voll nett. Okay. Dann machen wir erstmal weiter, bis ihr uns was geschrieben habt. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Sonnenbrille, meine rechte Flosse und dann nehme ich noch die linke Flosse mit. Okay. Alles klar. Ich packe meinen Koffer. Ich nehme mit eine Sonnenbrille, meine rechte Taucherflosse, meine linke Taucherflosse. Und kam schon die Idee? Die Rakete schreibt, dass ihr eine Hose mitnehmen solltet. Die ist ganz wichtig. Oh, eine Hose? Stimmt. Okay. Eine Hose. Alles klar. Okay. Dann packe ich meinen Koffer und nehme mit eine Sonnenbrille, meine rechte Taucherflosse, meine linke Taucherflosse, eine Hose und ich nehme mit Sonnencreme. Okay, du bist dran. Das wollt ihr die Sternchen gerade auch noch mitnehmen. Echt? Gut. Gute Idee, Sternchen. Hatten wir den gleichen Gedanken. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit meine Sonnenbrille, meine rechte Taucherflosse, meine linke Taucherflosse, die Hose, die Sonnencreme und ein Hai. Ein Hai? Oh. Okay. Angriff ist die beste Verteidigung. Das stimmt. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Sonnenbrille, eine rechte Flosse, eine linke Flosse, meine Hose, die Sonnencreme und den Hai. Und Regie, gibt es noch Ideen?
Noch nicht, noch müsst ihr selber ein bisschen kreativ sein. Boah, müssen wir selber kreativ sein. Okay, dann nehme ich noch mit meine Laufschuhe. Alles klar. Okay, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit die Sonnenbrille, rechte Taucherflosse, linke Taucherflosse, Hose, Sonnencreme, Laufschuhe. Ja, du hast den Hai vergessen. Den Hai? Oh Gott. Den Hai. Und dann die Laufschuhe. Danke, Vera. Und ich würde sagen, wir nehmen einen Sprung. Okay. Dann muss ich mir... Okay, wo haben wir angefangen? Erstmal nehmen wir mit die Sonnenbrille, die rechte Flosse, die linke Flosse, die Sonnencreme. Hose, die Sonnencreme. Den Hai. Hai. Die Laufschuhe. Den Sprung. Und ich glaube, da ist noch eine Antwort. Dann haben wir einmal einen großen Stein, so zum Spaß, will die Rakete noch mitnehmen. Ein Stein? Oh, Rakete! Komm, wir machen einfach einen. So einen riesigen? So einen großen Stein. Okay, alles klar, ein großer Stein. Okay. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit eine Sonnenbrille, rechte Flosse, linke Flosse, fast ein Tanz. Hose, dann Sonnencreme, dann den Hai. Laufschuhe, Sprung, den Stein und eine Welle. Oh, das ist gut. Okay, ich packe meinen Koffer und dann nehme ich mit meine Sonnenbrille, meine rechte Flosse, meine linke Flosse, die Hose. Hose, nicht vergessen. Die Sonnencreme. Die Ohren eincremen. Oh ja, das ist ganz wichtig. Was kam danach nochmal? Hai? Ach, der Hai, richtig. Laufschuhe? Oh, ich bin schon fast raus. Ein Sprung. Den Stein? Nee, wir haben die Welle vergessen. Erst kommt der Stein. Das war Raketes Idee. Welle. Und danach? Dann kommt noch ein Vorschlag vom Sternchen, und zwar die Taucherbrille. Oh, die Taucherbrille. Die Sonnenbrille und dann jetzt auch die Taucherbrille. Ja, die muss man ja aufsetzen. Die Sonnenbrille kommt hoch, die Taucherbrille kommt hin. Sternchen ist bestimmt Taucher. Die hätte ich auf jeden Fall vergessen. Ich auch. Okay, noch ein Durchgang? Eine letzte Runde. Okay, seid ihr noch dabei? Ich hoffe, ihr seid aufgestanden und macht das mit. Ich glaube, wir haben sogar noch ein paar mehr Vorschläge. Ja, und dann, okay, dann müssen wir uns beeilen. Okay. Also, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Du bist dran, eigentlich. Sonnenbrille? Rechte Flosse? Linke Flosse? Hose? Sonnencreme? Hi? Laufschuhe, Stein. Wir haben den Sprung vergessen. Oh, Sprung. Der Stein. Stein. Die Welle. Die Taucherbrille. Und? Und dann kommt noch die Schnürsenkel von PEX. Die Schnürsenkel. Ah, da können wir uns so beugen. Können wir uns ein bisschen bücken, oder? Den anderen auch. Beide? Ja, klar. Okay. Gute Idee. Bisschen hier für die Dehnung. Okay. Puh, einmal ich nehme mit die Sonnenbrille. Die rechte Flosse, die linke Flosse, die Hose. Ich wollte schon die Sonnencreme mitnehmen, aber die kommt danach. Der Hai, die Laufschuhe, der Sprung, der große Stein. Entschuldigung. Alles die gut. Welle? Die Welle kam danach, die Schnürsenkel. Nee, wir haben die Taucherbrille vergessen. Dann kommen die Schnürsenkel. Hoffentlich könnt ihr euch das besser merken als wir. Und haben wir noch was? Kommt noch vom Eis am Stiel ein Sonnenhut. Oh, ein Sonnenhut. Okay. Einmal noch alles eine Runde? Alles eine Runde und dann ist wirklich... Dann ist Feierabend. Also, dann reicht's. Wir haben auch noch Fragen an dich, Vera. Okay, dann die Sonnenbrille. Rechte Flosse, linke Flosse. Hose. Du willst immer die Hose vergessen. Ja, das stimmt. Sonnencreme. Laufschuhe. Laufschuhe. Sprung. Stein. Welle. Taucherbrille. Kam schon der Sonne. Ah, die Schnürsenkel. Jetzt der Hut. Hut. Und dann könnt ihr zum Abschluss noch einmal den Hula-Hoop-Reifen machen. Okay, wer war das? Den Hula-Hoop-Reifen. Das war wieder die Rakete. Rakete, du bist mein Freund. Alles klar. Ich bin aufgewärmt. Sag mal, Vera, musst du direkt weiter oder hast du ein paar Minuten Zeit? So 2-3 Minuten habe ich noch, ja. Okay, dann setz dich doch einfach mal. Ja, vielen Dank erstmal für dieses tolle
Sportprogramm. Ich hoffe, euch ist auch schön warm geworden, Kinder. Also ich merke das schon, ich fühle mich jetzt auch wacher. Ich habe auch ein bisschen nachgedacht, das war gar nicht so einfach. Ihr könnt jetzt Fragen an Vera Welle stellen. Sie ist ja nun mal hier ganz exklusiv bei uns zu Gast. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Warm-up, Aufwärmen oder allgemein zum Thema Sport, könnt ihr uns einfach in den Chat schreiben. Naja, und für diejenigen, die keine Fragen haben, die kriegen, glaube ich, einfach mal eine knifflige Aufgabe. Schreibt uns doch mal, warum sollte man sich überhaupt aufwärmen? Also keine Ahnung. Ich würde in der Zwischenzeit dich einfach mal ein bisschen total mit gerne anderen Fragen löchern. Wie kann man sich denn sonst noch aufwärmen auf der Station? Viele Kinder, die ja eingeschaltet haben, sind ja gerade in der Kinderklinik. Da ist ja auch wenig Platz. Hast du sonst noch Ideen? Also ganz einfach kann man schon mal starten, indem man die Handgelenke kreist, die Schultern ein bisschen kreist, die Knie mal ein bisschen durchbewegt. Das kann man im Sitzen machen, das kann man aber natürlich auch ein bisschen im Stehen machen, ein bisschen Bein hin und her pendeln. Das ist schon mal ein ganz guter Start. Mhm. Dann kann man direkt weitermachen mit ein bisschen auf der Stelle gehen, ein bisschen die Knie heben. Okay, also du sagst, man braucht gar nicht viel Platz, man muss einfach sich ein bisschen locker auf engstem Raum machen. Und wo auf der Station muss ich dann in meinem Zimmer bleiben? Das kommt so ein bisschen drauf an. Natürlich kommt es drauf an, wie fit du bist. Du kannst es auf deinem Zimmer machen, neben deinem Bett, in deinem Bett. Mhm. Du kannst aber auch mit Mundschutz bestimmt auf den Flur gehen. Vielleicht geht es ja auch, dass du zwischendurch mal mit deinen Eltern rausgehst. Das kommt immer auf eure Situation einfach drauf an. Okay. Gab es inzwischen schon Ideen im Chat, warum man sich aufwärmen sollte? Keine Idee. Bisher noch nicht. Dann vielleicht, Vera Welle, habe ich noch eine Frage. Es gibt ja verschiedene Sportarten. Surfen ist ja eine Sportart. Gibt es spezifische Aufwärmübungen für die einzelnen Sportarten? Ja, also es gibt natürlich so ein allgemeines Aufwärmen, wo man den ganzen Kreislauf, den ganzen Körper einmal so ein bisschen aktiviert und warm bekommt. Aber beim Surfen, gerade beim Surfen, brauche ich ja starke Arme, um zu paddeln, um zu schwimmen, um nach vorwärts zu kommen und unter die Wellen durchzutauchen. Aber da brauche ich natürlich auch ein bisschen Schnellkraft, wenn ich dann schnell auf mein Board springen will. Das heißt, da würde ich auch so ein bisschen die Beine aufwärmen, ein paar Sprünge am Strand machen, ein bisschen am Strand mich hochdrücken in die Surferposition. Und wenn du zum Beispiel klettern gehen würdest, was würdest du da was anderes machen? Da würde ich zum Beispiel, bräuchte ich nicht so die Sprünge unbedingt, da würde ich eher meine Hände warm machen, ganz gut, die Unterarme viel bewegen, die Schultern aufwärmen, die Beine natürlich auch. Ja. Perfekt, ja, vielen Dank, Vera. Ich glaube, es gibt eine Antwort. Gibt es eine Antwort? Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Die Rakete schreibt, damit man wach wird. Damit man wach wird. Rakete, das ist auf jeden Fall eine richtige, richtig gute Antwort. Ich habe das jetzt bei mir auch gemerkt. Ich bin richtig wach geworden. Gibt es noch weitere Ideen? Und vorbereitet schreibt er jetzt noch dazu. Das gebe ich direkt mal an Vera weiter. Vorbereitet auf verschiedenen Ebenen, ne? Körperlich, geistig. Kannst du dazu noch was sagen? Also dadurch, dass man sich bewegt, wird natürlich ganz viel Wärme in die Muskeln gebracht, die Muskeln werden besser durchblutet, das heißt, der Sauerstoff kommt besser an die Muskulatur dran und den braucht man nämlich für die Bewegung. Ja, also Vera, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute bei uns im aktuellen Sportstudio der Kinderklinik zu Gast warst. Schnapp dir dein Board, ich weiß, du hast es auch ein bisschen eilig. Ja, ich muss ja meinen Flieger gleich wieder bekommen. Du musst deinen Flieger kriegen, okay, dann gute Reise. Ciao. Tschüss, mach's gut. Ja, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin schon mal begleitet habt. Das war das Warm-up-Programm. Wir hatten Vera Welle zu Gast. Aber das bleibt nicht unser einziger Gast. Es gibt so viele Bewegungen, die man machen kann auf kleinem Raum, im Zimmer, im Bett sogar. Und wir machen ein bisschen weiter mit dem Bereich Ausdauer. Weil ich ein bisschen eine faule Socke bin und Ausdauer eher so mittel gerne mache, habe ich mir jemanden eingeladen. Mein zweiter Gast ist Marathonläuferin und zwar nicht irgendeine. Sie ist die schnellste Marathonläuferin der Welt. Sie läuft so viel, dass sie jede Woche ein neues Paar Laufschuhe kaufen muss. Bitte begrüßt mit mir Gabi Gazelle.
Hallo Miriam. Hi Gabi, wie schön, dass du heute da bist im aktuellen Sportstudio der Kinderklinik. Wo kommst du her? Es lag total auf meiner Route. Ich bin jetzt heute lockere 120 Kilometer durch den Stadtwald gelaufen. Okay. Ich mache hier einen kurzen Zwischenstopp und dann geht's weiter, weil 270 würde ich heute gerne noch schaffen. Wow, Gabi, sag mal, aber so zur Profiläuferin wird man ja nicht mal eben so. Was machst du, um so fit zu sein? Stimmt, also man muss ganz locker anfangen. Und wenn ihr Lust habt, lade ich euch jetzt ein, das mit mir gemeinsam zu machen. Weil immer alleine laufen macht irgendwie auf Dauer auch keinen Spaß. Okay, Gabi, also machen wir das so. Du zeigst unseren Kindern ein Ausdauersportprogramm. Ja. Und ich bin halt wirklich nicht annähernd so fit wie Gabi Gazelle. Ich würde einfach ein bisschen eine abgespeckte Version machen. Und wem das auch zu anstrengend ist, der kann ja eher machen, was ich vormache. Ja, sollen wir es so gut machen? Ihr könnt ja auch zwischendurch tauschen. Wer kann, stellt sich einmal hin und wir marschieren los. Und für wen das schon gut ist und fast so einfach ist, der darf auch einen lockeren Dauerlaufschritt an den Tag legen. Das sieht schon ganz gut aus. Ich dachte, wir haben ja hier viel Grün um uns herum. Wir laufen einfach mal in den Wald. Und da begegnen uns ja immer ein paar Sachen. Zum Beispiel umfallende Bäume. Und deswegen müssen wir uns einmal ducken. Wir laufen weiter, nehmen eine Rechtskurve mit und laufen locker weiter. Und wenn man nach rechts läuft, dann muss man meistens irgendwann noch nach links laufen. Deswegen nehmen wir noch eine Linkskurve mit. Wir laufen weiter. Wer marschiert. Wer joggen kann, der joggt ganz locker. Und ihr dürft natürlich zwischendrin ein Fluss einmal drüber hüpfen. Sehr gut gemacht. Und noch einer drüber hüpfen. Sehr gut gemacht. Also da meine Füße und meine Schuhe, ich habe ja das ganz neues Paar irgendwie, noch ganze trocken sind, versuchen wir nochmal über den nächsten Fluss zu hüpfen. Hervorragend. Und wir laufen locker weiter. Rechts Kurve, links Kurve und locker weiterlaufen. Weißt du, Miriam, Sportprogramm, das ist so, wenn man zu viel läuft, dann ist das natürlich auch immer so ein bisschen anstrengend für die Gelenke. Deswegen schwimmen wir auch regelmäßig. Okay. Kommt, macht das mal mit. Sehr gut. Genau, wir können, ihr walkt. Ansonsten dürft ihr locker weiterlaufen. Schaffen wir noch 5, Miriam? Gerade so. Alles klar. 4, 3, 2, 1 und locker. Weiter geht's. Wir haben Glück, hier im Wald hängen nämlich überall so ein paar Boxsäcke rum und auch das ist immer ein gutes Training, weil auch eine Läuferin braucht so ein bisschen Arme, weil wenn die Beine nicht mehr laufen können, dann bringen uns die Arme ins Ziel. Deswegen nutzen wir den Boxsack einmal und boxen. Außerdem sind wir dann gefeit, falls mal ein Bär kommt, können wir uns gleich richtig verteidigen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Sehr gut. Gehen immer weiter und schütteln alles aus. Weißt du, Miriam, Sportprogramm? Für uns Läuferinnen ist auch eine Gangschule ein bisschen wichtig. Okay. Weil wenn man so viel läuft, dann muss man ja gucken, dass man die Beine auch richtig aufsetzt. Ja. Und vielleicht zeige ich euch da einfach mal was. Okay, und das kann ich aus dem Sitzen machen, das wenn jetzt Kinder an der Bettkante sitzen oder auf dem Stuhl? Kannst du super im Sitzen machen. Ich versuche mal. Wer möchte, darf sich immer festhalten. Ansonsten könnt ihr mal versuchen, unter dem Knie eure Hände zu berühren. Könnt ihr die Zehenspitzen ein bisschen anziehen. Da hinten, das machst du ziemlich gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Sehr gut. Einmal schütteln. Jetzt versuchen wir mal, wie eine ganz kleine und ganz leichte Maus, ganz kurze Bodenkontakte zu machen. Wir versuchen mal nur ganz vorne auf dem Fuß zu laufen. Und als wären wir ganz leise und würden nur ganz kurz den Boden berühren. 5, 4, 3, 2, 1. Das machst du sehr gut, Miriam, Sportprogramm. Danke. Hätte ich gar nicht erwartet. Du bist echt ein Naturtalent. Sehr gut. Vielen Dank. Vielleicht wäre ich auch noch zur Läuferin. Ja, vielleicht. Jetzt versuchen wir uns mal lang zu strecken. Entweder uns vorzustellen, wir sind eine Giraffe. Oder, wenn das zu anstrengend ist, uns nur auf die Zehenspitzen zu drücken. Noch 3, 2, 1 und locker, sehr gut. Beine einmal schütteln. Jetzt versuchen wir mal, vielleicht kannst du so ein bisschen auf deinem Stuhl rücken, dass wir mit den Hacken gegen unser Gesäß uns oder in die Richtung unseres Gesäßes bewegen. Auch da können wir die Arme mitnehmen, können uns auch irgendwo festhalten, wenn uns das hilft. Sehr gut. 3, 2, 1
Und wir wollen ja nicht nur ein starkes Bein, deswegen bleiben wir es noch auf der anderen Seite. Und los. Eins, zwei, das habe ich gar nicht gezählt, mir hier am Sportprogramm. Zwei, 517, 518 und locker einmal ausschütteln. Und wir können mal versuchen, noch den Elefantenburg einzubauen. Wir stapfen mal kräftig auf den Boden. Davon versuchen wir einmal die Klinik zum Wackeln zu bringen. Und bebt die Kinderklinik schon? Ich hoffe nicht, sonst verlieren wir unseren Job, aber wir schauen mal. Wir schütteln einmal die Beine aus, das habt ihr ziemlich gut gemacht. Und vielleicht probieren wir zum Abschied nochmal, das geht im Sitzen nämlich auch sehr gut, die Hacken weit nach vorne auszustellen. Und da können wir, wenn das geht, die Arme mitnehmen. Entweder ihr macht ganz kleine Bewegungen oder ganz weite, so wie es geht. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Sehr gut. Einmal schütteln. Vielleicht schaffen wir noch eine Übung. Ich schon. Ich weiß nicht, du prustest gerade ja? schon so ein bisschen, aber ich würde es noch schaffen. Also ich habe ja schon 285 Kilometer heute hinter mir. Okay, ich wollte nur nicht arrogant werden, deswegen dachte ich, ich puste ein bisschen, damit du ein bisschen ein besseres Gefühl hast, um weiterhin mitzumachen. Okay, zurück. Wir probieren zwei nach vorne, zwei nach hinten. Versuch mal ab, dass er im Sitzen geht. Ja, sehr gut. Zwei nach vorne, zwei nach hinten. Zwei nach vorne, zwei nach hinten. Und bei wem das gut geht, ihr könnt das natürlich auch im Gehen machen, der kann mal versuchen, dabei die Schultern rückwärts zu kreisen. Das macht ihr super. Probieren wir mit dem linken nach vorne zu gehen. Und jetzt nur mit dem rechten. Das machst du sehr gut. Okay. Lockern. Und das probieren wir jetzt nochmal mit die Seite. Und zwar versuchen wir zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Und bei wem das sich gut anfühlt, der kann mal an der Seite einen kleinen Hops einbauen oder einfach nur auf die Zehen sich drücken. Mhm. Und du kannst hier kurz mit den Füßen abheben. Okay. Zur Seite, hopp. Zur Seite, hopp. Zur Seite, hopp. Davon versuchen wir mal noch 5. Ihr könnt die Arme dabei locker mitnehmen oder hängen lassen, so wie es geht. Und jetzt gehen wir mal nach unten. Du kannst versuchen, kurz einmal dich auf den Händen sonst hochzudrücken. Ja. Genau, super. Und hopp. Und zur Seite. Und hopp. Und zur Seite. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Sehr gut. Wie geht es dir? Wunderbar. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Gabi Gazelle. Es waren echt tolle Übungen. Sag mal, hast du denn noch ein bisschen Zeit für ein bisschen Quatschen, Austausch oder musst du direkt weiter? Nee, sitzen fällt mir zwar immer ein bisschen schwer, aber lass es uns gerne mal probieren. Okay, pass auf. Dann würde ich mich freuen, wenn du einmal auf unserem Star-Sofa Platz nimmst. Boah, also vielleicht auch eine kleine Runde trinken für die, die sich so erschöpft fühlen wie ich. Nehmt euch ein Glas Wasser und ihr seid natürlich ganz herzlich eingeladen, eure Fragen an unser Profi Gabi Gazelle in den Chat zu schreiben. Und für diejenigen unter euch, die gar keine Fragen haben, und den wollen wir gerne wissen, welche Ausdauersportarten kennt ihr? Ich bin gespannt. In der Zwischenzeit, während unsere Kinder überlegen und fleißig ihre Antworten eintippen, würde ich gerne Gabi Gazelle als Expertin fragen, warum ist Ausdauertraining denn eigentlich gut für unseren Körper? Tja, also eigentlich ist es für den gesamten Körper gut. Aber ich kann ja mal ein paar interessante Punkte rauspicken. Also, wenn ich anfange zu laufen, so wie du ja auch schon festgestellt hast, vertieft sich meine Atmung und ich atme schneller. Und meine gesamte Lunge wird einmal mit frischem neuen Sauerstoff durchlüftet und gut durchblutet. Und der Sauerstoff wird dann in meinen ganzen Körper transportiert. Ich kann wieder ein bisschen besser denken, ich bin aktivierter, ich bin konzentrierter. Außerdem freuen sich meine Muskeln, sich bewegen zu dürfen, denn das ist nun mal ihre Bestimmung. Und naja, wenn wir schon bei Muskeln sind, auch unser Herz, ist ja ungefähr so groß wie eine Faust, ist ja auch ein Muskel. Und auch der wird natürlich extrem gut beim Laufen, beim Ausdauersport trainiert.
sodass ich im Alltag einfach viel leichter mich bewegen kann. Das fängt damit an, wenn ich in die zweite Etage laufe oder auch, wenn ich noch mal kurz eine Freundin um die Ecke besuchen möchte. Und vielleicht als letztes noch, es fühlt sich einfach gut an, etwas selbstständig dazu beitragen zu können, dass es mir ein bisschen besser geht. Okay, und sag mal, Gabi, unsere Kinder, die hier zuschauen, die haben ja wenig Raum und du hast, glaube ich, schon tolle Ideen gegeben, was man auch auf der Stelle machen kann. Gibt es auch Geräte, die man benutzen kann? Also ich habe gehört, dass es auch hier in der Kinderklinik auf vielen Stationen Ausdauergeräte gibt, zum Beispiel Handkurbelgeräte, Fahrradergometer oder zum Beispiel auch einen Stepper. Mhm. Ihr da draußen, wenn ihr Lust habt, dann fragt doch mal das Personal, welches Repertoire vorhanden ist und vielleicht könnt ihr da ja etwas erhalten und das ausprobieren. Ja, vielen Dank schon mal. Ich höre mal gerade in die Regie. Gibt es schon Fragen oder gibt es schon Ausdauersportarten, die die Kinder genannt haben? Ja, also die Rakete ist weiterhin sehr, sehr aktiv dabei. Ja. Das hat er aber schon vorher geschrieben, dass er Laufen ein bisschen langweilig findet. Er findet Laufen langweilig, da kann ich total nachvollziehen. Also Rakete, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal unterhalten. Hat dafür dann aber Laufen auf den Händen eher vorgeschlagen. Als Ausdauersport? Nee, danach, als sie die Frage gestellt hat, kam von Rakete einmal Schwimmen und Fahrradfahren. Oh toll, mhm. Super. Und das hat das Sternchen, die haben quasi gleichzeitig Fahrradfahren geschrieben. Mhm. Und dann kam noch Seventh Down mit Pizza essen im Liegen. Pizza essen im Liegen? Ich gebe das mal eben an unsere Expertin weiter. Pizza essen im Liegen. Ist das eine Ausdauersportart? Ich überlege gerade, wie man es zu einer Ausdauersportart umfunktionieren könnte. Wenn man liegt und ein Liegendfahrrad dabei benutzt und dabei die Pizza isst, könnte man es unter Ausdauersport verbuchen. Oder wenn der Mülleimer, wo der Pizzakarton dann reinkommt, sehr weit weg liegt, dann könnte man da eventuell auch eine Ausdauerkomponente finden. Ansonsten, liebe Fragesteller, vielleicht wäre das die Belohnung nach dem Sport. Aha. Aber Fahrradfahren, Schwimmen, das sind schon mal, glaube ich, gute Hinweise. Gibt es noch mehr Ausdauersportarten? Es gibt gerade noch mal eine Frage, und zwar noch mal von der Rakete. Ja? Wenn ich 500 Kniebeugen mache, ja? Ist das dann auch Ausdauersport? Ich gebe das mal an unsere Expertin weiter. Letzten Endes geht alles ja auch immer so ein bisschen ineinander über und wir können irgendwie keine Kraftübung ohne Ausdauerkomponenten tun oder wenige und wenige Ausdauersportarten ohne Kraftkomponenten. Geht auf jeden Fall neben der Muskulatur, wenn man 500 Kniebeuge macht, auch auf das Herz-Kreislauf-System, weswegen das sicherlich eine Ausdauer oder auf jeden Fall eine Ausdauerkomponente beinhaltet. Ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Frage. Ich glaube, das ist auch bei Kindern, die vielleicht wegen einer Krankheit viel im Bett sein müssen und die ganz, ganz schwache Beine haben. Bei denen ist es wahrscheinlich dann eher ganz viel Kraft. Ne? Bei Kindern, die vielleicht schon starke Muskeln haben, glaube ich schon, dass es auch ganz gut an die Ausdauer geht. Tolle Frage. Gibt es noch mehr Fragen? Erstmal nicht, nein. Erstmal nicht. Kennen wir denn noch weitere Ausdauersportarten, die wir ergänzen können zu Laufen, Radfahren, Schwimmen und Pizza essen im Liegen? Mit Liegeradfahrt? Mit Liegerad. Naja, Inlineskaten finde ich ist etwas, was man super auch als Ausdauersportart machen kann. Oder Rollerfahren, wenn Schnee liegt, natürlich auch Skifahren. Ja, es gibt, selbst auf einem Longboard zu stehen, hat natürlich eine Kraftkomponente, aber ist auf Dauer auch ein Ausdauersportgerät. Ja, vielen Dank. Das sind, glaube ich, schon mal ganz tolle Ideen. Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt leider von dir verabschieden. Ich weiß, du hast ja auch noch viel zu tun, deine 1597 Kilometer, die du heute noch laufen musst. Ja. Gabi Gazelle, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Total gerne. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg, lauf noch viele Marathons und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss, ja, Gabi. Bis dann. Tschüss. Ja, liebe Kinder, das war ein anstrengender Teil. Ausdauer kann man aber auch ganz toll auf der Station machen. Es gibt viele Möglichkeiten und das Schöne daran ist ja auch, der eine findet Laufen gut, der andere findet Radfahren gut und Radfahren kann ich sogar auf einem Ergometer machen und wieder ein anderer läuft gerne mit Inlinern. Ich glaube, das Schöne ist, dass sich jeder etwas aussuchen kann, was er gerne macht. Es geht gar nicht darum, dass alle ganz wichtig das Gleiche machen, sondern ihr entscheidet, was euch Spaß macht. Ich freue mich jetzt auf meinen dritten Gast.
Mein dritter Gast ist eine Frau, und zwar nicht irgendeine Frau. Sie ist die stärkste Frau der Welt. Sie ist stärker als The Rock, und es ist nicht Pippi Langstrumpf. Ein herzlich willkommen, Ronja the Warrior. Hi. Ronja, wie schön, dass du heute bei uns da bist im aktuellen Sportstudio der Kinderklinik. Sag mal, was hast du uns denn da heute mitgebracht? Ich habe heute einfach mal mein normales Trainingsgewicht hier mitgebracht. Okay, dein ganz normales Trainingsgewicht. Du, willst du mal ausprobieren, wie schwer das ist? Ja. Aber sei vorsichtig, tu dir nicht weh. Ja, so schwer kann das ja nicht sein. Dann bist du ja schon, von daher. Okay. Ich habe dich gewarnt. Ja, also ich hatte auch schon ein bisschen schwitzige Hände von dem Ausdauersport und dann ist mir das so aus der Hand gerutscht. Okay, also Ronja the Warrior, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir hatten jetzt schon Aufwärmen und Ausdauer. Ich habe gehört, du machst sehr gerne Krafttraining. Ja. Kraftsport, das ist so dein Ding. Hast du unseren Kindern was mitgebracht? Ja, ich habe so ein kleines Trainingsprogramm mitgebracht, was man ziemlich gut auch hier im Krankenhaus machen kann mit dem eigenen Körpergewicht. Und sollen wir es wieder so machen, Ronja the Warrior, wie gerade beim Ausdauer, dass ich mache so eine bisschen leichtere Variante, also ein bisschen habe ich mir gerade schon auf das Knie getan. Ja, besser ist es, ne? Mach du mal lieber ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen ruhiger und ich mache ein bisschen was, ein bisschen anstrengenderes vor. Alles klar, dann leg einfach mal los und Kinder, ihr macht mit. Wer sitzen möchte, macht mir eher nach und wer fitter ist, macht Ronja the Warrior nach. Und ihr könnt uns gerne schon mal Fragen schreiben im Chat, die wird uns die Regie dann nachher reingeben. Okay, dann fangen wir einfach mal an mit einer Übung, die auch ein bisschen koordinativ ist. Ich stelle euch auf einem Bein und dann versucht ihr mal mit dem anderen Bein euren Namen zu schreiben. Mit dem Standbein könnt ihr ruhig ein bisschen tief gehen, dass es ein bisschen anstrengender ist. Könnt Vor- und Nachnamen schreiben, je nachdem, wie lang euer Name ist. Ronja the Warrior ist ja schon relativ lang. Aber Miriam Sportprogramm ist auch relativ lang. So, ich habe meinen Namen durch. Okay, ich mache schnell. Puh, ich wechsle schon mal auf mein anderes Bein. Bin da. Also wieder hier ein bisschen tief. Und dann machen wir das Ganze mal mit dem linken Bein. Gucken, wie ich auch mit links schreiben kann. Wenn ihr euch ein bisschen unsicher seid, also mit dem Gleichgewicht seid, könnt ihr euch auch gerne... Wie an mir? Einfach mal festhalten. Ja, das, was da auch gerade ist, ne? Sehr gut. Oh, du knackst. Macht nichts. Das gehört dazu beim Sport. Nicht schlimm. Okay, ich bin durch mit meinem Namen. Okay, ich bin auch durch. Perfekt. Dann machen wir noch einmal die andere Seite, die erste Seite. Diesmal schreiben wir nicht den Namen, sondern wir machen einfach mal so einen Halbmond. Wir malen mal ein bisschen mit dem Bein. Okay. Das sieht super aus. Oh, ich habe ein bisschen Gleichgewichtsprobleme heute. Hast du das Warm-up nicht mitgemacht? Ah, ich habe nur zugeguckt. Aber ich habe mich eben ein bisschen individuell aufgewärmt. Okay. Okay, einmal die andere Seite. Perfekt, ich glaube, das reicht mit der Übung. Okay, dann machen wir noch ein bisschen was für unsere Beine. Okay. Und zwar haben wir eben schon über Kniebeugen geredet, die wollte ich auch heute mit euch machen. Mhm. Da machst du das am besten über dem Stuhl, dann kannst du dich immer auf den Stuhl draufsetzen. Okay, ich kann mich auch ein bisschen abstützen. Du kannst dich ein bisschen abstützen, genau. Ich mache einfach mal ein paar Kniebeugen. Ihr könnt einfach mal gucken, wie tief ihr es schafft, runterzugehen. Wenn ihr schön weit runtergehen könnt, dann könnt ihr es gerne machen. Wenn ihr euch da ein bisschen wackelig oder unsicher fühlt, dann könnt ihr auch einfach ein bisschen flachere machen. So, wir machen mal noch drei. Okay. Okay, und eine kurze Pause. Was sagen deine Beine? Kein Problem, alles Kein gut. Problem? Alles gut, ich setze mich nur so mal kurz hin. Ist schon okay. Bist du bereit für die zweite Runde? Die zweite Runde? Oder musst du auch mal die Beine ausschütteln? Warum denn zweite Runde? Ja, wir machen von jeder Übung zwei Runden. Ah. Soll ja auch ein bisschen ein Trainingsreiz sein. Okay. Hast du gerade gefragt, warum du nicht die Hantel benutzt? Ihr habt ja auch keine Hantel da. Ich mache ja Übungen, die ihr jetzt einfach vormachen könnt und mitmachen könnt. Aber sonst mache ich das natürlich immer mit der Hantel. Okay, wollen wir weitermachen, die zweite Runde? Auf jeden Fall. Meinst du, wir schaffen 10 Stück?
Wie viel haben wir denn schon? 5 ungefähr. Wie viel habt ihr schon, Kinder? 8, 9 und noch eine. 10. Sehr gut. Was sagen deine Beine? Merkst du so ein bisschen? Nö. Nö? Alles gut. Eine dritte Runde? Wir machen mal weiter, wie okay, Zeit. Okay, wir machen mal weiter. Dann machen wir mal als nächste Übung Liegestütz. Die sind auch super, weil sie den ganzen Körper beanspruchen. Ja. Ich zeige euch 2 Versionen. Und zwar machst du die am besten einmal hier vorne dran, dass du ein bisschen noch erhöhter bist. Ich mache sie hier drauf. Ihr könnt sie natürlich auch, wenn ihr richtig stark seid, auf dem Boden machen. Und zwar geht ihr einfach hier in den Stütz und versucht mal so 8 oder 10 Liegestütze zu machen. Klappt das bei dir da hinten? Ja. Sehr gut. Also ich habe meine 10 fast geschafft und du? Ja, ich auch. Okay. Dann einmal eine kurze Pause. Merkst du es? Hast du es auch im Bauch ein bisschen gemerkt? Ja, man muss gut. Man muss den ganzen Körper einmal ein bisschen anspannen, genau. Damit man nicht so eine Banane macht. Ne? Richtig. Ja. 2. Runde? Ja. Okay. Hälfte haben wir. Noch 2. Oh, ich glaube, ich habe mich verzählt. Naja, macht ja nichts. Ich glaube, die 10 haben wir ungefähr geschafft, oder? Ich glaube auch. Perfekt. Dann machen wir als nächste Übung noch eine Übung, die man auch im Bett ganz gut machen kann. Und zwar nehmen wir nochmal die Dips dazu. Okay. Hast du schon mal Dips gemacht? Ja, ich glaube, habe ich schon mal ein Video gesehen. Dann machst du die doch am besten vor, wie man sie auch im Bett machen könnte. Ich mache sie einfach mal hier dran vor. Wenn ihr die Beine eher näher zu dem Körper ranzieht, dann ist es ein bisschen einfacher für euch. Vier, fünf. Wie viele machen wir? Wie viel schaffst du? 6? Nein. 8? 10. 10? Ich glaube, wir haben auch schon 10 geschafft. Okay, Pause. Puh. Also ich merke meine Arme schon ein bisschen. Du auch? Nö. Nö? Okay. Dann machst du es einfach nochmal und ich gucke dir zu. War ein Scherz, nein. Brennt ganz schön. Gut. Okay, los geht's. Nächste Runde? Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Puh, sehr gut. Das ist geschafft. Dann machen wir noch ein bisschen was für die Schultern. Okay. Willst du es im Stehen machen oder im Sitzen? Ich setze mich mal wieder hin. Okay. Und zwar macht ihr mal die Hände so nach außen, nach oben. Könnt die Finger auch ausspreizen und dann versucht ihr mal hinten die Schulternblätter richtig zusammenzuziehen. Du kannst alternativ, wenn das hier vorne irgendwo zieht, machst du einfach die Arme nach außen und kreist sie so ein bisschen. Okay. Pex schreibt, dass er es auch schon merkt. Sehr gut, dann bin ich ja nicht die Einzige. Ich habe aber auch heute schon trainiert, heute Morgen. Also. Ich habe vergessen mitzuzählen. Wir machen noch 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Und merkst du schon was in den Armen? Ja, so von diesem längeren Hochhalten. Ich merke das in den Schultern. Die nächste Runde kannst du einfach mal die Arme immer abwechselnd, die Hände nach oben zeigen lassen. Ah, okay. Alles klar. Okay? Mhm. Dann lass uns mit der nächsten Runde starten. Zimmer muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht gegen den Infusionsständer knallt. Das stimmt. Da muss man mal gucken, wie man sich hinstellen kann, dass man Platz hat. Oder die Eltern? Ach, das ist nicht so schlimm. Nach 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Sehr gut. Schaffen wir noch eine Übung? Geht noch, ja, oder? Ja, doch, doch. Okay, schaff perfekt. Ich. Dann machen wir noch mal was für den Rücken. Mhm. Und zwar stellst du dich so ein bisschen mit gebeugten Knien hin. Kann ich auch sitzen? Kannst dich auch hinsetzen und kriegst so ein bisschen in der Hüfte ab. Machst die Arme nach oben, dass die Arme neben den Ohren ist. Dann hackst du mal, wie so Zwiebeln hacken oder wie ein Holzfäller hackt. Genau. Sehr gut sieht das aus. Sehr muss ich auf was achten? Mein Rücken? Der, kann der so am besten, sein? Nee, versuch mal, dass dein Rücken wirklich gerade ist. Okay. Dass du die Muskeln hinten anspannst. Ah ja. Und du ein Brett bist im Rücken. Noch 5,
4, 3, 2, 1 und kurze Pause. Puh. Jetzt müsstest du es hier vorne in den Schultern merken, ja, aber auch hier unten ein bisschen im Rücken. Merke ich. Sehr gut. Rakete schreibt auch, dass seine Beine schon, dass er sich sehr, sehr stark schon merkt. Macht Rakete das im Stehen? Ah, super. Voll gut. Okay, machen wir die nächste Runde? Ja. Okay, dann nochmal zweite Runde. Wieder ein bisschen in die Knie beugen, Hüfte nach vorne, Rücken gerade, Arm an die Ohren und wieder hacken. Könnt auch euch vorstellen, dass ihr eine Pizza zerhackt oder so. Schon wieder Pizza? Was ist denn hier los? Ich bekomme auch schon bald Hunger. Als Kraftsportler muss man ja super viel essen. Aber doch keine Pizza. Ach, zwischendurch ist es auch mal okay. Trink doch nur Proteinshakes, oder? Das auch, aber ein bisschen Pizza ist auch gut. Mit ganz viel Käse. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Puh. Jetzt, ich glaube, es reicht für heute, oder? Du, ich glaube, ehrlich gesagt, das war schon ganz schön anstrengend. Ja, ne? Und ich würde vorschlagen, wir haben bestimmt auch noch Fragen und ganz viel zu besprechen. Hättest du Zeit noch Klar. mal kurz? Dann setz dich doch mal auf unser Star-Sofa. Danke. So. Puh. Liebe Kinder, setzt euch vielleicht auch kurz hin, macht eine kleine Pause, trinkt was. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, Ronja the Warrior eure Fragen zu stellen. Und gleichzeitig, ich glaube, du wolltest die Kinder auch noch was fragen. Hattest du nicht ein kleines Quiz? Ja, ich habe eine Quizfrage okay. für euch mitgebracht heute. Könnt ihr mir sagen, wie viele Muskeln der menschliche Körper hat? Also wie viele Muskeln ihr insgesamt im Körper habt? Aber nicht mogeln, chatzt einfach mal. Was glaubst du denn? Naja, also mindestens ein Beinmuskel hier, ein Beinmuskel da, da habe ich zwei A, also 10 sind das mindestens. Ich verrate euch die Antwort gleich noch. Okay, dann habe ich tatsächlich aber auch noch ein paar Fragen, wo du schon mal hier bei uns im Studio bist. Wozu brauche ich denn überhaupt Kraft? Kraft brauchst du für eigentlich fast jede Bewegung. Sei es, du willst deinen Schulranzen hochheben, tragen oder du hilfst deinen Eltern beim Einkaufen und hilfst beim schweren Tüten tragen. Aber auch wenn du auf dem Spielplatz bist und zum Beispiel irgendwo hochklettern willst, dafür brauchst du auch richtig viel Kraft. Okay, also es geht gar nicht immer unbedingt darum, ganz dicke Muskeln zu haben, sondern du sagst, Krafttraining ist in erster Linie erstmal wichtig, um den Alltag zu schaffen. Richtig. Okay. Aber sag mal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das war schon ein bisschen anstrengend, gerade wenn ich jetzt morgen Muskelkater habe. Ist das schlecht, schlimm? Schädige ich damit dann meine Muskeln? Nein. Also ein ganz bisschen Muskelkater ist überhaupt kein Problem. Wenn jetzt richtig, richtig doll ist und du wirklich 3 Tage lang dich fast nicht mehr bewegen kannst wegen dem Muskelkater, dann würde ich beim nächsten Training ein bisschen weniger machen. Aber so ein bisschen Muskelkater ist komplett normal. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Dann wartest du einfach, bis der weg ist und dann trainierst du nochmal. Das ist ja schon mal ganz beruhigend. Ich frage mal gerade in der Regie nach, gibt es Fragen oder gibt es schon Schätzungen, wie viele Muskeln denn der Körper hat? Es gibt eine Frage von Seventh Dawn, aber die hat nicht direkt was mit Kraft zu tun, sondern eher, ob Ronja the Warrior mit der Surferin von Freud verwandt ist. Ja, das ist meine Zwillingsschwester. Nein, wie witzig! Mhm. Das hast du gar nicht erzählt. Es war super cool, die mal wiederzusehen, weil dadurch, dass ich ja, also dass sie ständig unterwegs ist und ich ja auch immer mal wieder viel unterwegs bin, sieht man sich nicht so oft. Deswegen war es ganz schön, sie eben zu treffen. Ach, wie cool ist das denn? Witzig. Ja, dann schnackt noch mal später ein bisschen. Das und da kann wir. Man ja auch viel voneinander lernen von den, von den beiden Sportarten. Aber ich bin nicht so gut im Surfen. Kann man ja noch lernen, oder? Und sag mal, Ronja, gibt es auch kleine Geräte oder Sachen, die man benutzen kann auf der Station oder zu Hause, im Kinderzimmer, im Wohnzimmer, um ein bisschen Krafttraining zu machen? Irgendwas, was man in die Hand nehmen kann, was es so ein bisschen lustig auch macht? Klar, also solche Übungen, wie wir gerade gemacht haben mit dem eigenen Körpergewicht, die sind schon super und können sehr effektiv sein. Aber ihr könntet zum Beispiel einfach eine Wasserflasche nehmen. Da gibt es ja auch die ganz kleinen, also die 0,5 Liter Flaschen. Könnt aber auch eine 1,5 oder 2 Liter Flasche nehmen, je nachdem wie groß ihr seid, wie stark ihr seid. Ihr könnt aber auch ganz einfach mit dem Theraband trainieren, die sind auch super günstig. Vielleicht könnt ihr die sogar hier von der Physio bekommen, das müsst ihr mal gucken. Ja, super, vielen Dank. Gibt es sonst Schätzungen zu den Muskeln oder Fragen? Es gibt noch eine Frage. Eine Frage. Und zwar wird gefragt, wie man seinen Bizeps trainieren kann. Oh, das gebe ich direkt mal an die Expertin weiter. Wie kann ich meinen Bizeps, und was ist überhaupt der Bizeps? Also für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, wo ist der Bizeps und wie kann ich den trainieren?
Also der Bizeps, der ist hier, das ist der Arm. Bei mir auch? Der ist auch bei dir hier. Okay. Den kannst du zum Beispiel trainieren, indem du eine Wasserflasche in die Hand nimmst und den Bizeps hebst. Aber auch bei ganz vielen anderen Übungen, die wir eben gemacht haben, war der schon mit bei den Liegestützen zum Beispiel. Oder im Alltag, wenn du da was machst oder wenn du dich irgendwo hochziehst, da merkst du ihn auch unter anderem. Okay, also immer wenn ich so den Arm beuge, genau. Ja, im Ellenbogen. Immer wenn du den Ellenbogen ranziehst, dann trainierst du den Bizeps. Okay, alles klar. Ja, toll. Gibt es noch mehr Fragen? Es gibt Schätzungen. Es gibt Schätzungen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also ich hatte 10 gesagt. Ist wahrscheinlich schon gar nicht so schlecht. Es wurde hier gesagt 250. 250? Wo sollen die denn bitte schon alle sein? Gibt es noch eine zweite Schätzung? Okay. 250. Also das ist ja offensichtlich Quatsch. Ronja the Warrior. Naja, das ist zumindest näher dran, als du es warst. Was? Tatsächlich. Mhm. Es gibt über 600 Muskeln. Ich glaube 656 ist die aktuelle Zahl. Manchmal entdecken die Forscher noch mal einen Muskelkopf mehr. Okay. Wobei ich glaube, so langsam müssen sie jetzt mal alle entdeckt haben. Wahnsinn. 656 Muskeln? Die meisten sind übrigens im Gesicht. Okay. Vor allem bei den Clowns wahrscheinlich. Mhm. Ja, also das war spannend. Ganz interessant, habe ich auch ganz viel gelernt. Vielen Dank, Ronja the Warrior. Jetzt möchte ich deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Danke ich hoffe, auch. Du siehst Vera Welle noch, dann könnt ihr noch ein bisschen quatschen. Klar. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank. Ja, gut, dass sie die Hantel auch mit rausgenommen hat, weil das hätte ich jetzt auch nicht gewollt, die noch gleich wegräumen. Das war, glaube ich, schon wirklich spannend. Wir hatten Ausdauer- und Krafttraining als große Einheit. Und ich merke schon, ich weiß nicht, wie es euch geht, mein Körper ist schon ein bisschen müde. Also ich merke es in den Beinen, ich merke das so in den Armen. Und ich könnte mir vorstellen, dass mein vierter Gast euch dabei hilft, jetzt nach der Anstrengung ein bisschen runterzukommen, sich ein bisschen zu entspannen. Mein vierter Gast ist nämlich so cool, dass wir am besten hier im Raum die Heizung ein bisschen aufdrehen. Sie gibt Workshops auf der ganzen Welt zum Thema Erholung, zu den Themen Regeneration und Entspannung. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute exklusiv hier bei uns im aktuellen Sportstudio der Kinderklinik ist. Herzlich willkommen, Rita Relax. Hallo Miriam, Sportprogramm. Hi Rita, toll, dass du heute da bist. Vielen Dank dafür erstmal. Wo kommst du gerade her? Also ich war gerade in Indien und habe da wirklich auch versucht, am Strand so ein bisschen runterzukommen, weil ich merke immer, nach einer Anstrengung, sei es im Sport oder im Alltag, ist es natürlich immer super, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen, die Muskeln ein bisschen zu entspannen und auch den Kreislauf einfach wieder runterzufahren, sodass der Alltag wieder kommen kann, genau, okay. Und es wieder weitergehen kann. Okay. Rita, hast du Lust, unseren Kindern ein paar Übungen, ein paar Bewegungen, Techniken zu zeigen, um ein bisschen zu entspannen? Mhm, total gerne. Ich hätte die Idee, dass die Kinder, die zwischendurch einen Finger frei haben oder ihre Eltern bitten können, einmal in den Chat einzutippen. Was macht ihr, um euch zu entspannen? Natürlich könnt ihr auch Fragen stellen, aber das ist erstmal meine Frage. Und dann übergebe ich mal an Rita. Super, du machst wieder mit, Miriam? Ja, okay. Möchtest du im Sitzen mit? Ich mache das mal wieder im Sitzen. Okay, ich habe ja auch super. Schon jetzt, also ich habe ja alles mitgemacht hier, ne? Nicht nur, was die Gäste machen. Hast du ja heute ein ganz schönes Programm. Umso wichtiger wird für dich das Cool Down, das Runterkommen, das Entspannen sein. Okay, wir können ja mal starten, indem wir uns ein bisschen über Hüftbreit hinstellen und den rechten Arm, soweit es geht, über die Seite nach außen schieben. Wenn das zu anstrengend ist oder irgendwo wehtut, dann macht ihr es einfach nicht so doll. Könnt auch sonst den Arm einfach locker hängen lassen, je nachdem, wie es euch gerade geht. Super. Und wir wippen so ein bisschen mit, damit wir nicht ganz so statisch sind. Sehr gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und wir machen es nochmal auf der anderen Seite. Merkst du schon, Miriam, Sportprogramm, wie du etwas entspannst? Ja, mir zieht es auch hier so ein bisschen über die Seite. Ist das richtig? Ja, das ist gut. Wenn es unangenehm wird, dann gehst du einfach nicht ganz so weit. Ansonsten darf die Spannung ruhig sein. Und einmal noch Wechsel. Super. Okay, jetzt
lockern wir mal, suchen unsere Mitte. Mitte? Ja, mach mal die Hände auf den Bauch. Mhm. Atme mal tief in den Bauch rein. Genau. Okay, jetzt machen wir noch eine Übung für den Oberkörper. Wenn du kannst, nimmst du mal deinen Arm hinter die Schulter und versuchst mit der anderen Hand ganz leicht nachzudrücken. Nicht mit Gewalt, soll nicht unangenehm sein, sondern ganz leicht drücken. Wenn es zu doll ist, dann mach es einfach erstmal ohne. 3, 2, 1 und locker. Mach mal so bitte von deinem Körper. So, okay. Genau, wir versuchen auch mal schön locker in den Knien zu stehen und machen das nochmal auf der anderen Seite. Sieht super aus. 3, 2, 1 und locker. Und nochmal die Arme schwenken. Okay, liebe Miriam, jetzt versuch doch du mal im Sitzen, dich schön, weiß ich nicht, ungefähr deine Beine, soweit es auf dem Hocker geht, auseinanderstehen. Und das rechte Knie knickst du mal und ihr da draußen, ihr versucht das einmal mitzumachen. Jetzt geht es darum, dass ihr hier so ein bisschen tief geht und hier ein bisschen eine Dehnung spürt. Soll aber auch nicht unangenehm sein. Wenn es unangenehm ist, dann macht ihr es einfach nur ganz wenig tief. Versucht mal bewusst und langsam dabei zu atmen. Durch die Nase oder durch den Mund? Versucht mal durch die Nase einzuatmen und durch den Mund auszuatmen. Und wechsel mal, wenn es geht. Abwechseln. Das machst du super. Und nochmal wechseln. Und nochmal wechseln. Bist du schon eingeschlafen oder geht es noch? Ich bin auf jeden Fall zunehmend entspannt. Hervorragend, so soll es sein. Okay. Wollen wir noch eine gemeinsame Abschlussübung machen? Ja. Okay. Nimm mal deine Hände vor die Brust. Wir atmen jetzt gleich einmal ein und strecken die Hände nach oben. Okay. Und versuchen, wenn wir dort angekommen sind, die Arme beim Ausatmen locker auseinanderfallen zu lassen. Sehr gut. Hände wieder vor die Brust. Einatmen. Und ausatmen. Und einmal noch. Sehr gut. Konnte ich dir von meiner Entspanntheit ein bisschen was mitgeben? Ja, toll. Also ich bin relativ entspannt. Und ich würde doch gerne jetzt auch wissen, liebe Regie, gibt es schon Kommentare von den Kindern, was sie zur Entspannung gerne machen? Ja, und zwar wird einmal von Sternchen, der oder die, diese Person schläft gerne und denkt gerne an etwas Schönes. Ja. Und ist entspannt. Und das ist auch gut, einfach mal so ein bisschen die Gedanken fliegen lassen. Mhm, an einen schönen Ort zu schweifen, das ist sicher etwas, was immer sehr gut funktioniert. Ja. Mhm. Und dann wird unter anderem auch noch tief ein- und ausatmen gemacht, was ihr ja gerade auch schon getan habt. Und als letzter Vorschlag war Schokolade essen. Schokolade essen? Ist das die gleiche Person, die gerade die Pizza essen wollte? Egal. Schokolade essen. Also, was sagst du dazu? Ach, ich denke, wenn man tiefenentspannt ist und dann ein Stück Schokolade genießt, dann ist es sicher immer eine sehr gute Idee. Schokolade jetzt zum Frustessen würde ich irgendwie nicht empfehlen, weil man von der Schokolade dann ja auch gar nicht so viel hat, wenn man sie einfach nur runterschluckt. Also wenn ihr entspannt seid und ein Stück Schokolade genießt, dann tut das. Also eine Genießerschokolade. Vielen Dank, Rita. Ich muss mich jetzt leider von dir verabschieden. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du heute da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib so entspannt und cool, wie du bist. Und mach es gut. Vielen Dank, Miriam, im Sportprogramm. Ja, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass ihr heute dabei wart im aktuellen Sportstudio der Kinderklinik mit Miriam Sportprogramm und vielen internationalen bekannten Gästen. Ich sehe gerade im VIP-Bereich, Ronja the Warrior und Rita Relax sind noch gerade da. Mögt ihr noch mal einmal reinkommen?
Ja, schön, dass ihr noch mal einmal zu uns kommen konntet. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr unter anderem heute unsere Gäste wart. Und ich würde vorschlagen, dass wir noch mal einmal gemeinsam Tschüss sagen. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Und ja, ich glaube, jetzt können wir ja auch ein bisschen auflösen, dass wir hier in der Kinderklinik als Sportwissenschaftlerinnen arbeiten. Und vielleicht darf ich noch einmal ganz kurz vorstellen, das ist Ronja Bella, Gabriele Gauss, ich bin Miriam Götte. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns kontaktiert unter der E-Mail-Adresse sporttherapie-kick3@uk-essen.de oder wenn ihr auf unsere Homepage geht. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ohne euch hätte das hier heute nur halb so viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die tollen Kommentare, fürs mit uns chatten, fürs Mitraten und fürs Fragen stellen. Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch noch und macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.